Terminal Reality. Infernal Engine. Atari. High Definition Gaming. Columbia. A Sony Pictures Entertainment Company. Sony Pictures Consumer Products. FreeWave. So, wow, da wären wir endlich, Freunde, bei einem neuen Let's Play auf dem Kanal Ghostbusters The Video Game. Es gibt ja sehr viele Videospielumsetzungen von diversen Spielen, aber ich hoffe, das ist so mit die geilste von den Ghostbusters. Es gab Serien, es gab Filme, es gab Cartoons und alles Mögliche. Komm, wir fangen eine Karriere an als neuer Geisterjäger hier. Ich verstehe gerade nur nicht, warum die Grafik so mysteriös aussieht. Optionen. Grafik, vielleicht ist das extra so? Ich habe keine Ahnung. So, wir haben 1029, klar, Breitbild, alles ist ein, alles ist auf hoch. Sieht gut aus. Keine Ahnung, vielleicht ist das der Grafikstil von dem Spiel. Ich weiß es nicht. Wir fangen Karriere an, wie gesagt. Neue Karriere. Und spielen, glaube ich, auf leicht. Erfahren und Profi, da habe ich nie so gute Erfahrungen gemacht, weil es manchmal dann irgendwie zu schwer wird. Und dann ist man frustriert und ich will nicht bei Videospielen frustriert sein. Ich will einfach das Spiel schön genießen und gemütlich spielen. Deswegen spielen wir auf leicht. Ja. Columbia Pictures. Die hatten wir ja schon vorhin schon. Da wären wir. You experience feelings of dread in your basement or attic. Have you or your family actually seen a spook, specter, or ghost? If the answer is yes, then don't wait another minute. Just pick up the phone and call the professionals. Call the Ghostbusters. We're ready to believe you. Franchises available soon. Call for details. Whoa! Russell! Hey, man! You near the East Wing? Yep. But by the new Ghoster exhibit? Yeah, why? There's something headed your way. Wait. I hear something. Oh, das ist das Gruselige. Ich weiß ja nicht, ob ihr an Geister glaubt. Keine Ahnung. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr daran glaubt oder nicht. Dann gucken wir mal, wie viele Leute wir finden, die an Geister glauben. Beziehungsweise nicht an Geister glauben. So ein Museum kann schon ganz schön gruselig werden. Any other time. Hey, you can't be in here. Stop! Wow, übertreibt doch mal nicht mit der Druckwelle. Was ist das denn? Da wären wir, Ghostbusters. Ich finde das cool, dass sie die echten Charaktere genommen haben, also die aus dem Film. Das ist cool. Harold Ramis. Ernie Hudson. Written by Dan Aykroyd and Harris Ramis. Oh Gott. Harris Ramis. Hab ich Harris gesagt? Naja, egal. Is your haunting an apparition, poltergeist, phantasm, wraith, banshee, demon, spectre, tortured soul? What? No. We do not summon dead family members and catch them so you can ask the combination to the safe. Yeah, well, same to you, pal. Sehr interessant bisher, was passiert ist. Also noch nicht so viel. Deswegen bin ich umso gespannter, was uns in dem Spiel erwartet. So, wir haben auf jeden Fall eine neue Karriere, aber sind wir jetzt echt so Karrieretyp? Ach nee, wir sind echt neue Kadett. Oh nö. Great. Danger is our life. We'll start at 50% capacity. That should keep any burning or tissue damage to a minimum. Hey, if you're gonna burn any tissue, do it to the new kid. You can't use Ray. Our mortgage is in his name. I guess he's right. What's your name again, kid? No names, Ray. I don't want to get too attached to this kid. You know, just in case. You remember what happened to the last guy. He's tuned and ready to go. Der bin ich wohl.
So, jetzt bin ich gespannt, ob wir mit Controller spielen oder mit Tastatur und Maus. Müssen wir gleich mal gucken. It takes some time to achieve Master Throw skill, but it's definitely worth the effort. Oh, wow, wow. Da ist die Druckwelle, glaube ich, die wir vorhin gesehen haben. Was that us? I don't think so. Ray? Had to be some sort of psi energy pulse. Substantial, a significant collected and centralized necromantic convulsion, level 7 or more. Agreed. We need EMF measurement checks now. I know the answer, but I'm gonna ask anyway. Is a level 7, whatever, bad or very bad? On a scale of 1 to 10, I would say... Let me guess. It's a 7. Let's just say we're about to get real busy. Ey, warum bricht er aus? Folge Egon? Egon? Und Ray? Nein, 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 benutze die Maus. Moment, Moment, wir versuchen das mit Controller zu spielen, Freunde. Optionen, Einstellung, Steuerung. So, hier. Wir nehmen einfach hier den Joypad. Funktioniert das jetzt? Wir testen aus. Wait, come back. It works, mit Controller ist doch schon viel angenehmer. Keine Ahnung, ob das klappt, so. Folge Egon, warum Egon? Heißt der echt Egon in echt? Hab ich ja noch nie gehört. Was können wir hier interagieren? Hier war doch irgendwas. Ach nee, wollen wir nicht. So, wo sind die denn hingelaufen? What? Die What schlafen move? Auch hier, okay. Die wohnen und schlafen hier, alles klar. Das ist immer sehr interessant. Gucken wir mal raus. Oh, es fahren sogar Autos draußen rum. Die einen stehen da, aber bewegen sich nicht. Haha. Erwischt, meine lieben Programmierer. Erwischt. So, haben wir gerade einen kleinen Leck? What? Wo müssen wir denn hin? Ach, wir müssen die Feuerwehrleiter wahrscheinlich runter. Kann das sein? Passen wir überhaupt da durch? Ja, wir passen da tatsächlich durch. Mit dem Rucksack sogar. So, meine Guten. Wo ist der Egon? Der Egon. Heißt der echt Egon? Ich kann es mir echt gar nicht vorstellen. Hier runter in den Keller. Okay, wow. Was für ein Riesengebäude. Nee, wie heißt der? Slime? Ich weiß nicht mehr. Wie heißt der grüne Typ nochmal? Fascinated with it ever since you added the viewer to the unit. Okay, easy now, Cadet. I'll talk you through this. Use the proton stream to get his attention. So, drücke MT, um Sprengstrahl abzufeuern. Oh. Ups. Das tut mir leid. Wo ist der? Alter, was geht hier ab? Das ist ja Wahnsinn. Wo ist der Geist? Ist einmal raus. Ach, das ist ja klar. Das ist hier das Ding, wo wir die Geister einfangen. Die sind dann alle da quasi gefangen. Folge Ray in den Keller. Ich dachte, wir sind im Keller, Leute. Aber gut, es geht wahrscheinlich noch tiefer. Oh mein Gott, jetzt wird's gruselig. Jetzt wird's gruselig mit der Geisterjagd. Allein schon, wie die Tür aussieht. Was ist das denn für eine Tür? Okay, ja, jetzt gucken wir mal. Protonenpack. Everything you need to know is displayed on the pack itself. Here's where you keep an eye on your current physical condition. The more green that's on the bar, the more damage you can sustain and okay. Still stay on your feet. Grün ist immer gut. This bar indicates your pack's heat level. When it gets to the top, you'll want to vent the pack and keep it from shorting out and resetting. Okay. For the most part, capturing a ghost is pretty straightforward. We break it into three basic steps. Sap 'em, cap 'em, and trap 'em. The first step is blasting a ghost to sap its energy. So, drück RT, um den Sprengstrahl abzufeuern. So, den müssen wir anfangen. Do it again. See that overlay on the ghost? It indicates the current accumulation of a ghost. Oh Gott, Gott, wo ist der? Kriegen wir Geld dafür? Alter, warum Slimer? Warum bist du denn so gruselig? Oh, ich muss natürlich aufpassen und ich muss immer vom. Wo ist der hin? Nein! Wow, das ist ein böser anderer Geist. Oha, komm. Vollgeist. Der Vollgeist. Alter Verwalter, das ist ja krass. So, einmal nach.
On the other hand, the pack will detect when a ghost is sufficiently weakened. Oh, Sperrstrahl hat nicht funktioniert. Schade. Komm her, komm her. Wir müssen irgendwie erstmal schwächen. Oh shit, der Sperrstrahl funktioniert nicht. Ah, ich muss noch LT LB gedrückt halten, okay. Schmettern. Oh Gott, ist das kompliziert. Um einen Geist einzufangen, brauchen wir hier so Ewigkeiten, Leute. Okay. Oh Gott. Wie fangen wir den jetzt ein? Hä? Ich muss ein paar Mal da drauf drücken. Okay. Das Schmettern ist ja ganz komisch. Ja, komm. Fangen wir den auch mal ein heute? Müssen wir nicht das Ding hervorwerfen? Probieren wir mal mit Select. Okay, Geist muss gefangen werden. Faulgeist, ja, klar. Angriff Distanz, Protonstrahl ist seine Schwäche, Betäubungsdauer ist moderat und Einfangwiderstand mittel. Okay, das steht nochmal was über den Geist. Aber eher für uns uninteressant, eigentlich. So, Sprengstrahlfokussierung. Ray wird dir dabei. Wird dir bei dem da helfen, ja? Denk dran, beschießen, festsetzen und einfangen. Ja, aber wie funktioniert das Einfangen? Wir brauchen das hier. Das kostet $5,000. Ach, wir müssen noch unsere eigene. Hart, wir müssen unsere eigenen. Frage ist, wohin sollen wir den denn treiben? Wo ist denn das Ding hier? Das musst du Wo müssen wir denn? Moment, wo müssen wir denn? Wo ist das Gerät hier? Das Gerät muss doch irgendwo hier rumliegen. Wir chillen hier echt voll. Kümmern uns gar nicht um den Geist, aber das muss doch irgendwo hier sein, damit wir den da in dieses Fangding reinschießen können, oder? Jetzt können wir die Geisterfalle auswerfen. Komm hier, mein Guter. Jetzt haben wir. Doch nicht. Unfassbar. Boah, ist das kompliziert. Aber macht Spaß, ey. Geister einzufangen. Aber unsere Karriere ist da nicht so prickelnd. So. Das haben wir es wieder nicht geschafft. Ehrlich jetzt. So. Jetzt haben wir ihn. Er hat mir geholfen. Mehr oder weniger. Puh. Oh, da wäre ich mir nicht so sicher. So, wir haben sie. Shit. Our cadet bagged his first one though. A very nasty customer. Oh, and you've got to be very careful about crossing the streams. In a word, don't do it. Okay. Wie machen wir Licht an, mein Guter? Oh, da habe ich gerade die Falle wieder weggeschmissen. Nein, das wollte ich nicht. How come this monk gets all the new stuff? He's our new experimental equipment technician. He gets a cool title too. It means he gets to carry around a bunch of untested, extremely dangerous hardware that, if not handled correctly, could blow him somewhere into New Jersey. Oh, this knucklehead lugs around our very dangerous prototype hardware that could potentially blow us into New Jersey. Thanks. Keep the title, kid. It'll work hard for you. So, geh zu Ecto 1, wenn du bereit bist aufzubrechen. Sind wir bereit aufzubrechen? Wir sind bereit aufzubrechen. Aber das Telefon läutet. Aber wir können hier einfach rumlaufen, das ist auch cool. So. Hallo, Ghostbusters. Wartet mal. Wir checken erstmal hier die Lage ab. Wir gucken uns mal was an hier. Wie es hier aussieht, was die hier haben. Das ist das Büro. Mit jeder Menge Zeitungsartikel. Hier war Slimer gefangen, der ist aber ausgebrochen. Da können wir in den Keller. Und hier ist Abstellkammer. Und was ist interagieren? Können wir jetzt einfach runtergehen? Oder können wir hier irgendwas interagieren? Ah, wir können einen Schluck trinken, oder was? Ja, lecker. Lecker Wasser. Lecker Kranwasser. Sehr, sehr gut. So, das Ding scheint wieder repariert zu sein. Da sind nämlich die krassen Geister drin, glaube ich. Ich meine, wenn die da ausbrechen, da ist so das Safe von den Geistern. Und was ist hier für ein Haken?
Was ist denn für ein Schalter? Hier liegen jede Menge technisches Zeug rum. Da denkst du dir, wow, was ist das denn? So, und hier können wir wieder runter, aber wir können wahrscheinlich nicht wieder rein. Obwohl, das macht eh keinen Sinn, da jetzt irgendwie was zu wildern. Ist auch nicht so schlimm. Aber ich wollte mich mal auf jeden Fall mal umgucken, wie es hier... Wir müssen uns ja mit dem neuen Zuhause und dem neuen Arbeitgeber von uns sehr, sehr zurecht machen. Nein, vertraut machen. Was ist denn hier? Matratze oder was? Oder was soll das sein? Ach, das ist so wie... Ach, so eine riesen Matte, die hat man beim Sport früher mal benutzt. Das ist das, ja, genau. So, die nächste Mission machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Let's Play gefällt, würde ich mich über eine Bewertung freuen und natürlich, dass ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge positiv bewertet. Statt Bücher lese ich lieber Kommentare, also lasst ruhig ein paar Zeilen da. Um kein Video mehr zu verpassen, dürft ihr gerne kostenlos abonnieren. Falls ihr noch andere Videos anschauen wollt, klickt eines der beiden Videos hier rechts an. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Dankeschön, Freunde.